Europa bzw. Deutschland denkt. Quarantänezone. Ja, Quarantänezone. Ja, siehst du? Sie ja wohl doch ein bisschen Seuche unterwegs. Ich war schon in der ganzen ETZ unterwegs. Weißt du, hübsch ist es. Ich meine, nichts ist so einladend wie ein dunkler, gruseliger Wald. Ja, aber Nichthüter sollen die Stadt doch nicht verlassen. Das Ding mit den Regeln der Stadt ist, dass sie nicht mehr gelten, wenn man die Stadt verlässt. Da ist ein kleiner Spalt in der Wand. Schwer zu sehen, aber da ist was. Niemand geht da näher ran. Zumindest niemand, der zurückkommen will. Ich sehe den Spalt, ich bin nicht blöd. Der ist nicht so klein, wie du tust. Ich will nur mal kurz hier. Okay, wir können ja diese Jumps alle jetzt nicht mehr machen. Und hier können wir ja jetzt tatsächlich unsere Augen mal offen halten. Vielleicht sind hier wirklich Geister. Oder Trucks, die schon in Destiny 1 veraltet waren. Okay, die Grafik ist jetzt... Ich würde sie gerade eben als mittelmäßig einstufen. Es gibt bessere Grafik. Das ist auf jeden Fall. Aber naja. Duck dich unter das Auto. Das wird eng, aber du solltest durchkommen können. Bei mir klappt das zumindest. Allerdings trage ich auch keine pompöse Rüstung. Hey, was ist daran pompös? Die ist voll kaputt. Das ist der neue Style. Man trägt heutzutage nur noch kaputte Rüstungen. Ich frage mich, was sie gesagt hätte, wenn ich ein Jäger wäre. Alter, wenn die Jäger vielleicht auch so einen Falk haben könnte, das wäre schon geil. Okay, da war gerade irgendwie Nebel. Ah, sieh mal an, da können wir tatsächlich hoch. Aber ob hier irgendetwas Interessantes ist... Sieht schon verdammt geil aus. Au. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, die Story durchzuspielen, ohne zu sterben. Das wäre natürlich sehr geil. Das würde mich lucky lucky machen. Da haben wir ja nochmal überlebt, ne? Au. Okay, gucken wir uns nochmal hier unten um. Das ist einfach zu... Keine Ahnung. Hier muss doch irgendwo was sein. Wahrscheinlich nur so, falls man da runterfällt, dass man wieder hochkommt, aber... Muss doch irgendwas sein. Hier muss doch irgendwann mal jemand krepiert sein. Und seinen Geist uns für uns gedroppt haben. Eigentlich finde ich sogar ein bisschen schade, dass wir unseren Geist gefunden haben. Es wäre eigentlich viel cooler gewesen, wenn man wirklich komplett ohne den Geist unterwegs gewesen wäre. Finde ich jetzt zumindest. Aber ja, hat ja jeder seine eigene Meinung. Ich finde es wäre ziemlich krass gewesen. So komplett einsam. Nicht mal der Geist ist da. Das wäre schon geil gewesen. So ein schnuggelig werde ich quälen. Verdammt, warum fange ich jetzt an, bayerisch zu reden? Das ist ja nicht so geil. Und wir sind noch immer auf der Suche nach unseren Snickers. Ach, sieh mal an. Licht kannst du machen, aber uns springen kannst du nicht lassen. Auf der anderen Seite bist. Hawthorn, kannst du uns hören? Die Leitung ist tot. Mal zu erwarten. Sieht irgendwie aus wie so ein Gebiet, wo dann jetzt uns gleich Leibeigene angreifen werden, aber ich habe den Trailer gesehen, deswegen weiß ich, was uns angreift. Aber es sieht wirklich wie so ein Leibeigenen-Gebiet aus. Huch, wie sind wir jetzt hier hochgekommen? Okay, haben wir denn hier noch irgendwas Neues versteckt hier? Schau da mal nicht so aus. Und jetzt fange ich wieder wo bayerisch zu reden. Verdammte Schund. Okay, uns wird gesagt, wir sollen die Powerwaffe in die Hand nehmen. Visierung finde ich so geil von der Schrotze. Gefallene. Hast du was gehört? Ja, habe ich. Oh, wir haben ja gar keine Nades. Na egal. Dann machen wir mal das, was das Spiel von uns verlangt. Die Gefallenen.
verwandeln. Okay. Gefallenen. Ja, die kennen wir ja schon aus der Beta. Haben keine Farben getragen, die wir schon mal gesehen haben. Tja, so viel zu das Haus der, keine Ahnung welches Haus, Haus der Teufel hat die Erde. Ja, sieht man. Und deswegen ist ja auch ein unbekanntes Haus plötzlich in der europäischen Todeszone. Ich würde mal sagen, das Haus der Teufel hat gerade mal Russland. Gerade mal. Und Deutschland haben halt jetzt die hier. Wir müssen zwar nicht unbedingt in Deutschland sein, aber ich habe vor kurzem ein Lied gehört und da hieß es, Gott hat die Welt nur einmal geküsst und zwar an den Ort, wo Deutschland jetzt ist. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Stelle, wo das abgestürzt ist, auch Deutschland ist. Tja! Also ich würde sagen, das ist jetzt erwiesen, oder? So. Quarantäne-Sektore 236. Und das ist meine Glückszahl. Jedenfalls ist ein Teil meiner Glückszahl dabei. Müssten diese Gefallenen dann nicht irgendwie Superkräfte haben, wenn die jetzt irgendwie sich mit... Keine Ahnung. Die sind unterm Bruchstück eines Reisenden. Des Reisenden. Die müssen doch irgendwie stärker werden, oder? Vielleicht sind diese Pflanzen ja auch mit Quarantäne gemeint. Also verseucht. Ach, guck mal. Wir sind tatsächlich in Deutschland. Es ist übersetzt. Ha! Meine These hat sich verwirklicht. Das hier ist Deutschland. Es sind wieder überall diese Dinger. Und ja, ich habe die Kiste gesehen. Ich bin nicht blind. Ich gucke mich hier nur so ein bisschen um noch. Sieh mal an, dieses neu gefallene Haus hat einen richtig geilen Style, was Kisten betrifft. Ach cool, die Waffe, die ich kaufen wollte. Gut, dass wir sie gefunden haben und nicht kaufen mussten. Okay, so eine kleine AK oder sowas, wie es aussieht. Okay. Irgendwie erinnert mich das Gebiet hier gerade richtig stark an Metro. Ich weiß nicht warum. Da fällt mir auf ein, das müssen wir auch wieder aufnehmen, da ist ja jetzt kein Video mehr vorhanden, was ich hochladen könnte. Hallo, ist irgendjemand zu Hause? Das erinnert mich halt gerade wirklich ziemlich krass am Metro. Das Stück des Reisenden. Das ist es. Genau wie in unserer Vision. Seine Stimme war wieder so komisch, ich will es nur angemerkt haben. Genau wie in unserer Vision. Ich hatte keine Vision. Ach doch, das was im Dingscreen war. Ach stimmt. Und ich dachte, wir haben einfach nur einen richtig krassen Traum. Ich habe das nicht mal als Vision angesehen. Beziehungsweise, wie hat der Geist die Vision gehabt? Der war doch voll weit weg. Obwohl, er sieht das gleiche wie wir. Okay. Das erklärt einiges. Wir müssen aufpassen, wir haben ja keine Boost-Jumps mehr. Und ich bin in Destiny 1 schon oft an Sturzschaden gestorben, auch wenn es sehr traurig ist, dass ich tatsächlich an Sturzschaden in dem Spiel gestorben bin. So, gucken wir uns jetzt aber nochmal ein bisschen um hier. Müssen wir nicht sofort hier zum Ziel wandern, das sieht hier einfach gerade zu interessant aus. Ich kann das einfach nicht ignorieren, dass hier etwas ist. Ach, ein Lagerfeuer. Guck mal einer an. Ein Lagerfeuer. Guck mal, da gehen wir mal. Aua. Aua. Das ist ein sehr kontrolliertes Lagerfeuer, wie man sehen kann. Mitten im Busch. Oh. Gut. Ja, so viel zum Lagerfeuer. Okay. Hier ist jemand abgestürzt. Ich vergesse auch, dass wir gar keine Nades mehr haben. Ich
Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte es besser gefunden, wenn die den No-Scope nicht so stark gemacht hätten. Ich weiß nicht, es ist irgendwie zu einfach. In den Trailer hat es auch sehr einfach ausgesehen mit dem No-Scope. Aber gucken wir uns erstmal die neuen Waffen an. Verloren, wie, probieren wir mal die aus. So, Burst-Gewehr. Die neuen Waffen sehen aber ziemlich geil aus, das muss ich echt zugeben. Die sehen ziemlich gut aus. Ist wohl ein Hüter abgestürzt oder sowas. Kann ja eigentlich nur ein Hüter gewesen sein. Obwohl, nee, das ist ein Kabalschiff, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Gehen wir einfach weiter. So, hier schon wieder überall diese Dinger. Ich glaube, das ist Kabalblut, oder? Kann es sein, dass es Kabalblut ist? Das ist aber eine Menge Kabalblut. Entweder sind diese Pilze, die wir vorhin schon gesehen haben, oder es ist Kabalblut. Das wäre mir lieber, wenn es Kabalblut wäre und nicht irgendwelche verseuchten Pilze. Ja, okay, den erwischt man nicht. Gut. Aber es sieht schon echt geil aus. Okay, das ist auf jeden Fall kein Kabalblut, das sind verseuchte Pilze. Echt blöd. Okay, das sind diese neuen Gefallenen. Die habe ich in der Beta auch schon gefunden. Die konnte man damals in dieser Strike-Mission finden. Die waren dann gleich rechts vom Spawn, aber die waren nicht immer da. Also für diejenigen, die es nicht, die nicht gesehen haben, die waren manchmal rechts vom Spawn, aber ich glaube, die dürfte so ziemlich jeder mitbekommen haben. Jetzt haben wir einen Sniper. Hätte man die Schrotze vielleicht erstmal leer schießen sollen, aber naja. So, wo habe ich jetzt diesen Baumachter? Da will ich natürlich erstmal hochklettern, ist doch klar. Können da nicht einfach vorbeigehen. So sieht's aus, als wird da einfach. Aua. Als wird da einfach dran vorbeilaufen. Okay, vermutlich. Ich frage mich, ob man da überhaupt hoch kann. Wahrscheinlich kann man da nicht hoch, man wird nämlich weggedrückt. Nee, man wird weggedrückt. Wahrscheinlich kann man mit sehr viel Konzentration da hoch, aber die Zeit müsst ihr euch jetzt nicht nehmen, mir dabei zuzuschauen, wie ich da nicht hochkomme. Ach, guck mal, Flüchtlingshandschuhe. Jetzt sind wir ein richtiger Flüchtling. Erst jetzt mit diesen Handschuhen. Obwohl, wir brauchen ja noch den Brustschutz und die Hose, und dann sind wir wirklich der original richtige Flüchtling. Davor sind wir kein Flüchtling, davor behaupten wir nur einer zu sein. Eine Handfeuerwaffe ist das. Neues Ziel. Begib dich zum Bruchstück des Reisenden. Tickix was? Verminderter Fiesling. Okay. Ich weiß ja jetzt nicht, ob die gefallenen Granaten immer noch sau schwach sind. Deswegen legen wir es mal nicht drauf an, in die reinzurennen. Cool, jetzt haben wir auch einen Flüchtlingshelm. Noch einer. Maxor Dame der Plunderer. Komm her! Bam! Quickscope. Wir haben sie wohl verscheucht. Ja, so kann man es auch nennen. Bring mich zum Bruchstück. Nö. Also jetzt sind wir ein richtiger Flüchtling. Huch.
sieht aus, als könnte man da was zerbrechen. Deshalb wurden wir hergeführt. Ich war nicht mehr so nah am Licht des reißenden Zeitalters. Spürst du es? Halt deinen Händen gut fest. Spürst du es? Das Licht ist zurück. Wir sind zurück. Yay! Augen auf, Hüter. Okay. Ich frage mich, ob das Licht so etwas wie eine Sucht ist. Ich komme mir gerade irgendwie vor wie ein Junkie, der seine Drogen bekommen hat. Okay, jetzt sind wir ein Sentinel. Das war mein Natron's Warfare ja auch schon langweilig. Das ist unsere Chance. Kommt her, ihr Würstchen! Hört auf, wegzurennen! Ach gut, werfen kann ich ihn auch. In der Beta habe ich nie kapiert, wie ich dieses Schild einsetze. Einfach nie. Ich habe das kein bisschen kapiert. Hey, wenn wir jetzt wieder Licht haben, dürfen wir ja jetzt endlich sterben, oder? Eigentlich wollte ich den Schild ja gerade werfen, aber es hat nicht geklappt. Ah, okay, ich verstehe, wir müssen uns ständig wieder aufladen. Ah, okay, schützen können wir uns auch damit. Guck, was ist denn jetzt passiert? Oh, falsche Taste. So, sieht aus, als müssten wir einen Kell verprügeln. Ist der Name? Yes! Geil, jetzt haben wir auch noch das Flüchtlingszeichen. Jetzt sind wir der richtige Flüchtling. Level gesteigert. Level gewinnen, Upgrades, schalten neue Fokusfähigkeit für Ausrüstung, bla bla bla. Okay. Level 3. Aber vom Gefühl her haben wir halt einfach weniger Skill frei, ne, als wie in Destiny 1. So. Ah, oh Mist, erhalten wir jetzt die Flüchtlingsstiefel noch. Jetzt sind wir ein kompletter Flüchtling, aber wir behalten natürlich das, weil das besser ist. Oh, die Missionen haben aber dauern da schon so ein Zeitchen, ne? Unglaublich. Dann werden das wohl etwas längere Videos hier, weil ich werde die nicht in 20 Minuten splitten. Nee, das wäre ja dumm. Und in 15 Minuten Segmente werde ich die auch nicht splitten, weil, ja, ich würde es zwar gern machen, weil es dann nicht so lange dauert, es hochzuladen, weil meine Connection ist ja kacke, das weiß man ja, aber zwei Videos für eine Mission finde ich ein bisschen, naja, ich weiß ja nicht. Wenn wir jetzt hier einen Raid machen würden, der mehrere Stunden dauert, dann würde ich schon sagen, ja gut, kann man schon mal hier splitten in 20 Minuten Segmente, aber so... Wegen einer Mission. Hüter! Neues Coupplay und Schmelzsiegel PvP verfügbar. Alle Aktivitäten einschließlich Kampagne können nur kooperativ
nun kooperativ gespielt werden. Benutze die Übersicht, andere Hüter einzuladen und beizutreten. Sprich mit Lord Shax, um gegen andere Hüter im Schmelzziegel, im Spieler gegen Spieler Wettkampf im Schmelzziegel anzutreten. Okay, das ist ja schon sehr geil. Und das schauen wir uns natürlich jetzt gleich in der nächsten Folge an, ne? Also, bis gleich. Tschüsskowski, goodbye. Yo, DJ, put a nigga back to the record, baby, and give me this right now.